Hallo, ich bin Claudius Körber und ich spiele in Die schwarze Spinne eine Figur, die irgendwann dann zur Spinne wird. Für mich ist es auf jeden Fall ein sehr aufregendes Stück, aus unterschiedlichsten Gründen. Einerseits ist es eine riesige Bühnenshow. Wir sind ein sehr großes Ensemble, das da aktiv ist, spielen da alle gemeinsam, sehr viel auch in Gruppe, was mit diesem sehr coolen Ensemble, das klingt jetzt alles sehr schmeichelhaft und schmeichlerisch oder sowas, aber ich meine es ganz ernst, echt cool funktioniert eben. Und dann gibt es daraus immer wieder Figuren, die sozusagen einen Fokus bekommen. Und da habe ich so kleine Special Gimmicks, die für mich dann einfach nochmal eigenen Spaß bedeuten. Unter anderem durch die tolle Unterstützung der Technik, denn ich darf mal wieder fliegen in diesem Stück. Das ist natürlich im Kontext einer Spinne, die ich ja da spiele, dann sehr passend, wenn da noch so ein Seil dann auch sichtbar ist, an dem ich hänge. Doch noch viel schrecklicher als das Sterben war die namenlose Angst vor der Spinne. Buchstabiere. Armin ist ein extrem schneller Regisseur, also er gibt sehr viele Ideen rein. Er redet auch viel, aber das ist für uns auch sehr unterhaltsam und interessant, wie ich finde. Und man ständig sozusagen irgendeine Aufgabe geliefert bekommt oder ständig irgendeine Subtext, sagen wir, also eine Hintergrundgeschichte, die irgendwie in einer Assoziation zu dem steht, was man gerade spielen soll und das sozusagen versucht umzuwandeln in unser Spiel, in unsere Szenen, die wir dann gerade spielen.